Frank Rüdiger, herzlichen Glückwunsch zum Bayerischen Kabarettpreis. Da haben wir den richtigen gefunden. Am 30. Juli um 22.30 Uhr kann man die Verleihung auf diesem Sender sehen. Das Bayerische Fernsehen moderiert von Urban Priol. Ich bin auch da. Ich sage nur, dass Sie die in München vermuten, dass die wissen, dass Sie Ruhe haben. Frank, du warst, weil wir gerade beim Fußball sind, zufälligerweise, bei diesem legendären Spiel dabei, wo wir uns für Wembley gerecht haben, in Fontainebleau. Wie war das? Ja, ich war live vor Ort. Ich war mit einem Freund da. Und es ist ja so, für die Engländer ist das ja, also gegen Deutschland, die haben Trauma wegen dieses Elfmeterschießens. Und wir haben dann schon vor dem Stadion so ein bisschen Witze gemacht. Ich habe mir gesagt, na, habt ihr denn schön trainiert? Elfmeterschießen, ich fand die jetzt begrenzt witzig. Und dann kamen die, dann kamen die Hymnen, erst die deutsche Hymne und wir haben so ein paar gesungen. Dann kam die englische Hymne, da stand praktisch das komplette Stadion auf. Die haben diese Hymne gegrölt und das war der Moment, wo ich dachte, wir sollten vielleicht doch nochmal in diesen offiziellen FIFA-Shop gehen und uns zwei England-Trikots kaufen. Ja, ich glaube ja, wenn das so weitergeht, wie die englische Presse den Fußball behandelt und die nächste Weltmeisterschaft in Polen ist, dann wird die vom Sender Gleiwitz übertragen. Und es wird zurückgeschossen. 45 wird zurückgeschossen. Das Nachmittagsspiel. Ja. Das war eine beinharte Kritik an der englischen Presse, Leute. Also, das muss in Bayern erlaubt sein. Wir haben einen Bayern-Kurier. Frank, ich habe vor kurzem mal einen Lebenslauf von dir gelesen, was du alles geleistet hast und hast aber trotzdem vier Kinder. Wie schaffst du das noch? Nein, das macht alles meine Frau. Nee, stimmt. Also vier Kinder. Man muss dazu sagen, es gab jetzt, es gab neulich die Zahlen vom Europäischen Statistikamt. Es gibt in ganz Europa nur noch ein Land, in dem weniger Kinder geboren werden als in Deutschland. Ja, das ist der Vatikan. Vielleicht gerechterweise dazu sagen, die Kinder, die geboren werden, die vom Vatikan ausgingen, leben nicht unbedingt dort, sondern verstreut. Und andererseits. Andererseits, es gibt eine gewisse Art von Missbrauch, die keine Früchte trägt. Ja, das ist doch Biologie. Das ist ja historisch nachgewiesen. Nachgewiesen. Biologisch. Mein nächster Gast ist nicht nur physisch betrachtet ein ganz großer. 13 Jahre lang hatte sich der, wie er sich selber nennt, Universaldilettant von der Kabarettbühne zurückgezogen und spielt er wieder, Gott sei Dank, Vorhang auf für den Gentleman-Satiriker Werner Schneider. Es gibt gute Nachrichten, es geht mit der Wirtschaft wieder aufwärts. Dafür gibt es einen verlässlichen Indikator, die Hedgefonds, also die Pleitenwettbüros, die zu Heuschrecken mutierten Schmeißfliegen, machen wieder Rekordgewinne. Der Bankenzunahme ist Geschichte, man will jetzt vorbeugen, man will eine Finanztransaktionssteuer einführen. Sie ist schon wieder gestorben, die Amerikaner haben sie schon wieder beiseite geschoben. Es ist auch zu spät. Die Finanztransaktionssteuer hätte man einführen müssen am ersten Tag der Gründung der ersten Börse. So eine Art Ganovenmaut. Jetzt ist es, wie gesagt, zu spät. Die Experten sagen, die Spekulanten haben der Politik den Krieg erklärt. Und wir alle fragen uns, warum nicht die Politik den Spekulanten? Die Politiker haben uns gezwungen, Investmentbanken zu subventionieren. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn man Lemminge mit Traveler-Schecks ausstattet. Wir haben den Banken Geld gegeben, damit die etwas haben, damit sie uns was zurückgeben können von dem, was sie uns geklaut haben. Im Grunde sind die zwei großen Themen, die uns jetzt beschäftigen, das Wachstum und die Arbeit. Die Wachstumsideologen behaupten ja,
Das Wachstum sichert die Arbeitsplätze, die pausenlos geschaffen werden. Die mir zur Verfügung stehende kurze Zeit erlaubt mir nicht, Ihnen ganz klar zu beweisen, dass das ein kompletter Blödsinn ist. Aber über Arbeit wird ja seit jeher nur Unsinn geredet. Den größten Blödsinn haben die Nazis gesagt. Die Nazis haben gesagt, Arbeit macht frei. Das ist komplett falsch. Das Einzige, was Arbeit macht, ist müde. Und was... Und was das sogenannte Recht auf Arbeit betrifft, ich sehe einfach nicht ein, warum der Onanist ein schlechtes Gewissen haben muss, weil er wieder nichts für die Arbeitsplätze in den Bordellen getan hat. Ich sehe auch nicht ein, warum man sich um Arbeitsplätze beim Turmbau zu Babel prügeln muss. Und ich sehe auch nicht ein, warum man an einer Arche mitbaut, wenn ohnehin feststeht, dass man nicht mitgenommen wird. Im Übrigen wird ja niemand daran gehindert, etwas zu arbeiten, wenn er kein Geld dafür haben möchte. Aber der Mensch hat nicht ein Recht auf Arbeit, er hat ein Recht auf Bruttosozialproduktanteil. Insofern ist auch dieser Begriff Arbeitslosenhilfe eine ideologische Frechheit. Es müsste heißen Freizeitgestaltungshonorar. Und um das bezahlen zu können, müsste man natürlich ein wenig teilen. Weil wir wissen ja aus den Gangsterfilmen, wie schwer das mit dem Teilen ist. Die Räuber wollen die Beute nicht teilen, die Ökonomen nicht die Arbeitszeit und die Manager nicht die Zelle, in die sie gehören. Übrigens, weil ich Zelle sage, Deutschland dürfte das einzige Land der Welt sein, das mit Hartz IV ein geltendes Sozialsystem hat, das nach einem Vorbestraften benannt wurde. Zum Glück müssen Regierungen nie vor einen Richter, selbst wenn sie einen ökonomischen Umweltschaden anrichten, zum Beispiel die deutsche Bundesregierung mit diesem Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Wachstumsbeschleunigung kennen wir aus der Landwirtschaft. Dort heißt sie Überdüngung. Die Folgen sind bekannt: tote Erde, fruchtbar wie ein Kondom mit Gütesiegel. Die Landwirtschaft gibt uns ja überhaupt ein geltendes, allgemein geltendes Beispiel. Sie düngt mit Scheiße und Gülle. Da möchte die Volkswirtschaft nicht zurückstehen. Ich danke Ihnen. Ja, mit Werner Schneider, der zweite Preisträger hier am Tisch, Salzburger Stier 2010. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Man kann die Verleihung von Bayern 2. Bayern 2 sehen und zwar unter bronline.de finden Sie alles, was Sie dazu wissen müssen. Und der Werner, der will schon, dass man das auch hört. Was, mich? Oder die Preisverleihung. Das war doch schon recht, wenn wir das die Ohren. Ja, muss aber nicht sein. Hauptsächlich habe ihn. Du, Werner, du kommst aus Kärnten. Ich habe heute schon gefragt, du wohnst nicht aus Wien, sondern in Kärnten. Es sind schon die ersten Wunderheilungen bekannt im Namen von Jörg Haider? Oder wie ist es jetzt wohl? Nein, es hat sich Groteskes ergeben. Ich meine, nachdem sich dieser Jörg Haider aus dem Verkehr gezogen hat, hat einer seiner Vasallen die Trauerrede gehalten und hat gesagt, über Kärnten ist die Sonne vom Himmel gefallen. Was er nicht dazu gesagt hat, direkt immer vom Kopf. Weil sonst hätte er nicht im Fernsehen sagen können, diese Hypo-Alpe Adria war für Kärnten ein gutes Geschäft. Für Bayern übrigens auch nicht. Ne? Für wen war denn das ein gutes Geschäft? Ich nehme an, für ein paar Amigos. Die haben damals nicht alle ausgerottet. Nachdem die hochgegangen sind, die haben sich jetzt mit Kärnten liiert. Dort gibt es auch, da heißen sie anders, sie heißen nicht Amigos in Kärnten, sondern FPÖ. Und also, ist das eine... Bei dieser Bankgeschichte haben wir uns ja gedacht, dass wir bei wirklich großen Dingen nach Österreich immer mitnehmen. Nein, es war in diesem Fall umgekehrt. Es war in diesem Fall wirklich umgekehrt. Die Kärntner haben allerdings über einen deutschen Vermittler den Bayern Angebote gemacht. Und wie diese Angebote, auf welchem Weg die angenommen worden sind, das werden hier die Gerichte zu klären haben.